Also ich kann euch nur eins sagen, das eine rechtfertigt das andere nicht, aber ich habe ja mal ein Dreivierteljahr ungefähr Zockerpause gemacht und zu der Zeit war es echt schlimm mit mir beim Zocken. Ich habe sehr schnell die Selbstkontrolle verloren und habe Summen verspielt, die man einfach nicht verspielt. Mittlerweile gehe ich gerne wieder zocken, aber habe, obwohl es immer noch eine Sucht ist, es wesentlich besser unter Kontrolle. Solange ich das Gefühl habe, nicht Haus und Hof zu verzocken, so gefühlt, ist das für mich irgendwo in Ordnung. Ich spare natürlich auch Geld, klar. Bandifaster, also ich kann nur sagen, Digga, wenn ich einen Tag wirklich viel Action habe, viele Termine habe, ich gehe nicht zocken, Digga. Dann gehe ich nicht zocken. Wirklich, also das hört sich jetzt nach einer Ausrede an, aber wenn ich viel zu tun habe, Digga, dann gehe ich nicht zocken. Als Beispiel am Freitag, ich weiß gar nicht mehr, was ich da zu tun hatte. Ich hatte mehrere Termine, war unterwegs, dann waren noch Kollegen da und dann habe ich gestreamt. Dann habe ich zwar abends noch im Online-Casino gezockt, weil der Livestream-Chat mich gefühlt genötigt hat, aber wenn ich viel zu tun habe, dann komme ich, dann habe ich auch... Dann gehe ich nicht zocken, Digga. Ja, Medi, zocken geht man nur aus Langeweile, um Zeit zu verschwenden. Also zumindest in dem Stadion, Medi, wo wir sind. Jemand, der wirklich hochgradig spielesüchtig ist und irgendwie gefühlt sein Haus verkauft, um davon zocken gehen zu können, der macht's bestimmt nicht aus Langeweile. Aber also ich kann wirklich sagen, Digga, in den meisten Fällen fahre ich in die Spielhalle, Digga, weil mir langweilig ist und meine Kollegen und ich hier in der Umgebung in Buxtehude einfach, wir gehen was essen, wir gehen irgendwie eine Runde spazieren oder mit dem Hund und dann ist Totentanz, hier geht nichts, Digga. Könntest du von heute auf morgen damit aufhören, wenn ich es wollen würde, also wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund mir sage, ich höre jetzt auf zu zocken, dann würde ich das schaffen, ja. Ich habe es ja vor, ich weiß jetzt nicht, wie lange gehe ich jetzt wieder zocken, ein halbes Jahr ungefähr. Ich habe es ja erst vor kurzem gemacht. Habe ich gemerkt, es wäre zu viel. Da habe ich aufgehört. Ein Dreivierteljahr habe ich da nicht gezockt. Ich verstehe gar nicht, warum du hier dich rechtfertigst. Digga, ich rechtfertige mich nicht. Wir diskutieren ein Thema im Livestream-Chat. Schwarzes Gold, Digga, natürlich, ich verstehe das, Digga. Wenn du sagst, dass du lange Zeit spielhallenabhängig warst, dann kann ich dir auch nur empfehlen, dir die Casino-Streams von mir nicht reinzuziehen. Hast du keine Angst davor, dass du mal die Kontrolle darüber verlierst? Eigentlich nicht, Digga. Weil ich war schon mal in einer Situation, wo ich sehr viel gezockt habe und habe aus dem Fehler eigentlich gelernt. Würde ich nicht so viel Geld verdienen, würde ich auch im Stream keine 500 Euro verzocken. Und ich habe schon sehr viele Süchte hinter mir und weiß schon, wann ich die Notbremse ziehen muss und wann nicht. Wie lange ist es her, dass du aus einem Glas getrunken hast? Ich habe gestern aus dem Glas getrunken. Also früher war es halt so, das habe ich auch in dem Video damals erzählt. Früher war es halt so, ich bin in die Spielo gegangen, Digga, habe 400, 500 Euro verzockt, bin übrigens auf Kacke gekommen, habe nochmal 500 Euro abgehoben, Digga. Und wenn du das dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag machst, Digga, dann bist du halt einfach broke. Also bist du am Arsch. Und jetzt, Digga, ich gehe in die Spiele. Ich habe auch manchmal noch so Art Rückfälle, in Anführungszeichen, dass ich für mich nicht den Punkt setze, okay, jetzt ist Ende und ich verzock 300 Euro und bin eigentlich so genervt und zock nochmal 300 Euro. Das sind so die Spielhallengänge, die mir wirklich keinen Spaß machen, wo ich mich selber danach auch im Gegensatz zu früher jetzt dann echt drüber ärgere. Aber in den meisten Fällen ist es so, hier in die Spielo, Digga, ich zock 1, 2, 300 Euro. Wenn nichts kommt, dann gehe ich. Dann gehe ich einfach, Digga. Merkur oder Novoline-Automaten. Mittlerweile, sag ich, Digga, sind alle Automaten scheiße. Diese ganzen Spielos, Digga, mit dieser neuen Umstellung, mit diesem Buchen. Also, ich sag euch ganz ehrlich, wenn diese neuen Automaten überall in den Spielhallen sind, ich werde nicht mehr zocken gehen. Dann werde ich nicht mehr zocken gehen. Dann werde ich wirklich mit meinen Kollegen einmal oder zweimal im Monat einfach ins Casino fahren. Ins richtige Casino. Aber die Spielhallen, Digga, kannst du dann knicken. Ich kann es dir nur sagen, Big Mac, ich weiß nicht, ob du dich selber damit auskennst, aber die neuen Spielautomaten sind einfach nur, dienen einfach nur noch von Vater Staat, dass du keinen Bock mehr hast, in eine Spielhalle zu gehen. Ich zock diese Automaten gar nicht, Digga. Ist doch gut so? Nee, Digga, ist es nicht gut so, Big Mac, weil Vater Staat fickt diese kleinen Spielhallen. Es ist ja nicht ein Gesetz rausgekommen, dass jeder Spielautomat maximal nur 10 Euro raufbuchen kann und dann nur 2 Euro bucht und du musst mit einem Knopfdruck die 2 Euro rüberbuchen, sondern das machen sie nur in den Spielhallen. In den staatlich geprüften Casinos ist das nicht. Vater Staat will dich als Spieler dazu bringen, in staatlich geprüfte Spielhallen zu gehen, wo deine Gewinne überprüft werden und Vater Staat weiß, was du gewinnst und was du verzockst. Das ist einfach Überwachung. Was ist mit Kneipenautomat? Genauso, Digga. Und jeder, der was anderes sagt, Digga, hat aus meiner Sicht keine Ahnung, Digga. In Spielbanken werden deine Personalien auch aufgenommen. Natürlich, Digga. Damit Vater Staat weiß, oh, der hat 10.000 gewonnen. Wie gesagt, Digga, Vater Staat will dich damit überwachen, Digga. Ihr müsst euch das ja so vorstellen, wenn ich jetzt in die Spielhalle gehe, Digga, in eine normale Spielhalle, und ich gewinne 2.000 oder 3.000 Euro, dann zahlt sie mir das aus, ich kann es mit nach Hause nehmen und gut ist. Aber Vater Staat weiß davon nichts, weil meine Personalien, die wissen ja nicht, wer hat da gewonnen. Sie wissen nur, da hat jemand gewonnen. Und in einem staatlichen Casino, wenn du da 5, 6, 7, 8.000 Euro gewinnst, werden deine Personalien notiert. Du musst dich so gesehen, ja, registrieren. Oder was meint ihr? Auch eine andere...
ist natürlich nur eine Theorie. Aber warum meint ihr, werden jetzt die 500-Euro-Geldscheine eingestampft? Als nächstes kommen die 200er-Scheine, Digga, die nicht mehr am Start sind. Das ist Überwachung, Digga, aus meiner Sicht. 200er wird es weiterhin geben. Ja, Aerox, wart mal ab, Digga. Wie gesagt, wartet, es ist nur meine Theorie. Ja, in anderen Ländern wird kaum noch Bargeld benutzt, da kann man beim Bäcker mit Karte zahlen. Ja, aber was hat das denn zur Folge vom Ding her? Dass jeder deiner Transaktion überwacht wird. Stell dir doch mal einfach irgendwann einen Staat vor, wo du kein Bargeld mehr bezahlen kannst, sondern nur noch mit Karte. Dann hast du ja so gut wie gar keine Möglichkeit mehr, überhaupt mal dir irgendeine Kleinigkeit durch nicht versteuertes Geld zu ermöglichen. Was bringt das, dass sie wissen, wie viel du gewinnst? Naja, nur mal zum Beispiel. Ein Hartz-IV-Empfänger gewinnt 10.000 und will vom Vaterstaat weiterhin aber noch Stütze. Nur als Beispiel jetzt. Aber für wen ist Bargeld nützlich? Geht doch dann nur um Schwarzgeld. Kann gut sein, Digga, aber schmeckt uns allen nicht am allerbesten ein bisschen Schwarzgeld auf die Tasche? Gibt irgendjemand von euch gerne Geld ab von dem, was er verdient? Ich glaube nicht. Niemand gibt gerne Geld ab und jeder würde gerne mehr Schwarzgeld verdienen. Illegales Geld schmeckt im Grunde am besten und damit möchte ich zunächst auffordern, aber... Oder was ist Illegales? Aber Schwarzgeld schmeckt einfach am besten, Digga. Weißt du, damals noch, als ich im Umzugsunternehmen gearbeitet habe, Digga, am Wochenende schwarz zu arbeiten für ein Zwanni auf die Hand? Digga, da hast du den Arsch aufgerissen, hast 6 Stunden, 7, 8, 9, 10 Stunden gearbeitet, Digga, und hast tschitsching dicke Kneten in der Hand gehabt. Das Geld hat am allerbesten geschmeckt, Digga. Am aller fucking besten. Schwarzgeld ist illegal. Ja, illegales Geld hat sich so gerade so angehört, irgendwie, keine Ahnung. 50 Euro als Security, bestes Leben, normal, Digga. Aber am besten zahlt keiner mehr Steuern und alles bricht zusammen. Nee, nein, das, Digga, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich denke, jeder von uns weiß da draußen, oder umgekehrt, jeder von uns hat keinen Bock, Steuern zu bezahlen. Jeder würde sich darüber freuen, wenn er weniger Steuern bezahlen würde. Aber jeder von uns weiß, dass es auch irgendwo notwendig ist, Steuern zu bezahlen, damit die Infrastruktur so bleibt, oder was ist Infrastruktur? Nee, doch, die Infrastruktur in Deutschland ist ja eigentlich schon sehr gut. Unsinn, ich zahle gern Steuern. Ich hoffe, das war nicht ernst gemeint. 70 Euro wegen Baustelle am Samstag. Schmeckt sehr gut. Ich gönn's dir vom ganzen Herzen, Digga. Sweat for my app. Ich finde persönlich auch Eric2KO. Ich denke, besser kann man es eigentlich nicht sagen. Er schreibt, das Ding ist einfach, dass die Steuern viel zu hoch sind und für Müll ausgegeben werden. Safeness. Zu 100% stimme ich dir dazu. Bestes Beispiel war für mich, wann war das, wo der Tsunami so heftig in Dings eingeschlagen ist, wo Hunderttausende gestorben sind. 2011, ne? Ich glaube, 2011 ist der, den ich meine. Wo es so viele Aufnahmen gab und sowas. Das war, glaube ich, 2011, Digga. Den ich meine. Ey, das ist ein sehr heikles Thema, was ich jetzt anspreche, ne? Nicht jeder wird mir da zustimmen. Und ich weiß nicht die genaue Zahl, Digga. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf, aber ich weiß sie ungefähr irgendwie. Wisst ihr eigentlich, wie viel Deutschland an Steuergeldern dort gespendet hat? Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es waren 400 Millionen. Es war eine Unmenge an Geld. Einigen wir uns einfach mal da drauf, Digga. Es wären so fucking viele Unmengen an Steuergeldern in so viel Scheiße verbraten. In so viel Scheiße, Digga. Nehmen wir nur mal als Beispiel Gras. Es werden zig von Millionen Euro unserer Steuergelder dafür verbraten, dass Leute angezeigt werden mit 0,5 Gramm, 1 Gramm Gras. Diese Scheiße dann von den Polizisten aufgenommen wird, zur Anzeige geführt wird, beim Richter landet und dann letztendlich vom Richter eingestellt wird. Da werden jährlich oder jedes Jahr Millionen von Euro, die wir von unseren Steuergeldern auch bezahlen, für einfach verbraten, für nichts. Für wirklich nichts. Und das ist halt so ein Punkt, weswegen wir darauf gekommen sind. Ich denke, jeder von uns weiß, dass Steuergelder nötig sind, damit wir so eine gute Infrastruktur in Deutschland haben. Wir können uns echt glücklich schätzen, in Deutschland zu leben, weil wenn man auf andere Länder guckt oder whatever, da ist man in Deutschland echt schon happy. Aber man muss einfach mal sagen, Digga, leider Gottes, und wir haben gar keine Ahnung, Digga, ansatzweise, aber es werden zig von Millionen, wenn nicht Milliarden Euro an Steuergeldern für Scheiße ausgegeben, Digga. Und dann kommt so eine frohe Botschaftsverkündung, Kindergeld wird um 5 Euro monatlich erhöht. Hartz IV wird um 2 Euro erhöht. Rente für alte Leute oder Rentern für sich wird um 7,50 Euro erhöht. Wo ich mir dann immer denke, wollen die mich eigentlich verarschen, Digga? Für mich auch immer noch ein gutes Beispiel, Digga. Meine Oma und Opa haben ihr Leben lang hart gearbeitet. Wirklich hart gearbeitet, Digga. Und vielleicht haben sie nicht in die Zukunft investiert, sprich in dicke Rentenfonds, bla bla bla, eingezahlt. Aber sie haben ihr ganzes Leben hart gearbeitet. Mein Opa, Digga, hat hart gearbeitet. Meine Oma hat hart gearbeitet, Digga.
Und sie haben sich mit dem, was sie gearbeitet haben, ein schönes Haus geleistet. Und am Ende, Digga, ist der Dank, dass sie mit ihrer Rente, die sie jetzt beziehen vom Vaterstaat, sich nicht die Miete für ihr oder die Kosten für ihr Haus leisten könnten, wenn sie nicht genug beiseite geschafft haben. Das ist echt schon traurig. Sarah, stimm dir zu, Digga. Ist eine Frechheit, dass du dein Studium komplett aus eigener Tasche bezahlen musst und jeder Hans und Franz, nur rechtsradikal, der nach Deutschland kommt, kriegt mehr Geld, um sich hier zu integrieren, als du, der studieren möchte. Ich fühl das, klar. Manchmal würde ich mir wünschen, dass wirklich die komplette Bevölkerung aus Deutschland mal gegen dieses System angeht, Digga. Mal wirklich alle, die Bevölkerung von Deutschland, es gibt einfach zu viele Idioten. Und man muss mal ganz klar sagen, da lehne ich mich jetzt sehr, sehr weit aus dem Fenster. Ich gehe so oder so nicht wählen, Digga. Zumindest war ich bis jetzt noch nie wählen. Aber man muss mal ganz klar sagen, Digga. Einige Parteien, die eigentlich sehr verpönt sind, haben zumindest in gewissen Ansätzen aus meiner Sicht, und das ist gar nicht auf die Ausländerpolitik zurückzuführen, sondern auf die Politik an für sich, gute Ansätze, Digga. Zumindest das, was ich gehört habe. Ich möchte jetzt keine Parteien nennen. Sorry, aber wer nicht wählt, wählt immer eine Minderheit, also zum Beispiel die AfD. Ich werde nicht wählen gehen, Digga. Ganz einfach. Wählen bringt nichts. Wenn du etwas erreichen willst, musst du als Volk dagegen angehen, Digga. Und wählen, egal ob AfD, egal ob SPD, ob Grüne oder wie die ganzen Flachpfeifen einfach alle heißen, die erzählen dir immer die gleiche Scheiße und am Ende kommt nichts bei rum, Digga. Das sind alles Flachpfeifen von A bis Z. Es gibt nicht einen Politiker aus der heutigen Generation, der wirklich mal das gemacht hat, was er vorher gesagt hat. Das sind alles Flachpfeifen, Digga. Den kannst du allen ins Gesicht spucken. Die erzählen dir immer die gleiche Scheiße vor dem Wahlprogramm, damit du sie auf jeden Fall wählst. Damit sie noch mehr Knetenmoneten machen, bla bla bla. Weil sie noch mehr aufsteigen wollen und noch mehr Lohn. Aber wenn es dann soweit ist, dass sie gewählt worden sind, Digga, die setzen nichts von dem um, was sie gesagt haben. Wenn das nichts bringen würde, wird die AfD gerade nicht so aufsteigen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die AfD nicht aufsteigt, weil so viele nicht wählen gehen, sondern weil die AfD einfach in einer Zeit, wo Einwanderer etc. für viele ein Dorn im Auge sind, das sind nicht unbedingt Nazis, oder die Ausländerpolitik an für sich. Ich glaube, die AfD ist momentan zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich befürworte nicht deren Ausländerpolitik oder whatever, aber die werden nicht so erfolgreich sein, weil ein paar Idioten wie ich nicht wählen gehen. Weil die AfD einfach das macht, was viele gerne machen würden, nämlich die Merkel und die ganzen anderen Politiker fertig machen. Ich habe ein paar Dings geschaut, also ein paar Videos von irgendwelchen Konferenzen da, wie in Dings, Digga, wo die Merkel, die für unser Land einstehen soll, so hart fertig gemacht worden ist, Digga, im Bundestag, das meine ich, das Wort lag mir auf der Zunge, die wurde so hart fertig gemacht von den AfD-Leuten, Bruder. Digga, der wurde nachträglich nochmal das Jungfernhäutchen genommen. Das muss sich eine gefallen lassen, Digga, die anscheinend ja für uns alle dastehen soll, ja. Ja, begann. Mag gut sein, dass bei der AfD auch nur heiße Luft dahinter steckt. So wie bei allen Politikern, Digga. Aber, sind wir mal ganz ehrlich, letztendlich, Digga, gefühlstechnisch ist es eigentlich mal Zeit, ein bisschen was zu ändern, Digga. Ich glaube nicht, dass die AfD die richtige Partei ist, die für Deutschland die Politiker sein sollten, die über uns herrschen oder über uns bestimmen mäßig. Aber im Umkehrschluss bin ich auch der Meinung, es sollte auch nicht die Angela Merkel sein. Findest du Politik langweilig? Kommt immer ganz drauf an. Es gibt viele Sachen, wo ich halt auch Unzufriedenheit verstehe vom Volk. Beziehungsweise auch, dass viele Leute in den letzten Monaten aus meiner Sicht so in diese rechtsradikale Scheiße reingeraten sind. Ich gebe euch nur mal ein Beispiel jetzt. Wir haben in Buxtehude Obdachlosenunterkünfte. Das sind, da habe ich früher selber drinne gechillt, weil ein Kollege von mir da gewohnt hat, Bruchbuden vom Allerfeinsten. Da möchtest du wirklich nicht drinne wohnen, Digga. Da wird kein Geld investiert. Das ist jetzt nicht meine Meinung, ich sag es euch nur. Da wird kein Geld rein investiert. Die bleiben einfach so, Digga. Wenn dann Flüchtlinge aus Ländern kommen, egal ob politisch oder whatever, die ja auch willkommen bei uns sind, so, Digga. Ich bin jeder, der aus seinem Land flüchtet, weil da Krieg ist oder politisch. Ja, ich habe so viele ausländische Freunde. Wie gesagt, alles entspannt. Aber ich kann es trotzdem, also ich kann es dann trotzdem verstehen, wenn dann irgendjemand sagt, jo, ich fühle mich irgendwie verarscht. Momentan geht es mir nicht so gut. Ich habe meine Arbeit verloren und verdiene kein Geld und ich muss in eine Obdachlosenunterkunft, die aussieht wie irgendwie ein Bunker von 1932. Und dann kommen hier irgendwelche Leute rein, die politische Flüchtlinge sind und die kommen in eine
in ein Asylantenheim, in Flüchtlingslager, nennt man das Flüchtlingslager? Ich glaube schon, in ein Flüchtlingslager, die 20 mal geiler sind als meine Obdachlosenunterkunft. Also ich, da müsste, ich weiß nicht, da kann ich einige schon verstehen, dass die da schon ein bisschen angefressen sind, ne? Dominik schreibt, natürlich muss sich hier was ändern, Digga. Hier in Dresden liegen Ausländer Breitberg auf der Straße, hören ihre arabische Musik und quatschen und touchen jeden an. Wo sind wir gelandet? Das soll unser Land sein. Dominik, da muss ich dir auf jeden Fall widersprechen, weil wir leben in einem System, Digga, wo ein Zeitungsartikel Deutscher sticht Deutschen ab nicht so gut zieht wie Kanake sticht Kanake ab. All diese Negativbeispiele, die man über Ausländer sagt, gibt's von Deutschen genauso, Digga. Gibt's von Deutschen genauso. Aber natürlich verkauft sich die Story nicht so gut. Die Story verkauft sich nicht so gut. So, also ich finde nicht, dass man es über einen Kamm scheren kann und sagt, jo, die Ausländer, die hier hängen draußen, hören laute Musik und touchen unsere Weiber an. Da gibt's genauso viele Deutsche, die das machen. Schon eine weggeflankt nach der Trennung. Ja, deine Mutter. Dominik hat mit seiner Aussage zu 100% recht. Digga, wenn das deine Meinung ist, wie gesagt, ich bin jetzt nicht hier, um euch von dem Gegenteil zu überzeugen. Aber ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, all das, was man über Ausländer hört, machen Deutsche genauso, Digga. Ich bin trotzdem der Meinung beispielsweise, dass jemand, hier ein Flüchtling beispielsweise, der nach Deutschland kommt und hier ein neues Leben anfangen möchte, der ist herzlich willkommen. Im Umkehrschluss, aus meiner Sicht, wenn er hier straffällig wird, und ich meine jetzt nicht damit irgendwie, er hat eine Tafel Schokolade geklaut, sondern wirklich schwer straffällig wird, tschüss. Das denke ich, ja. Aber da ist leider Deutschland noch nicht, Digga. Ich finde schon, dass, nennen wir sie nicht Flüchtlinge, weil das hört sich, finde ich, immer so negativ an. Wenn jemand aus dem Ausland nach Deutschland kommt und in Deutschland leben möchte, dann ist er aus meiner Sicht immer herzlich willkommen. Aber wenn er meint, in dem Land, was ihm eine Chance gibt und Deutschland hilft den Ausländern bzw. den Leuten, die aus dem Ausland kommen, schon extrem. Aber wenn jemand meint, sich nicht benehmen zu können und schwer straffällig zu werden, dann kann er doch bitte wieder dorthin kommen, wo er dorthin gehen, wo er herkommt. Und das hat nichts mit rechtsradikaler Scheiße zu tun. Wenn ich in ein anderes Land fliege, in ein anderes Land und dort Scheiße baue, dann fliege ich da auch raus. Oder als Beispiel, ich glaube, nach Australien ist das. Du kannst mit Vorstrafen nicht nach Australien oder in gewissen Umständen nicht nach Australien einfliegen. Aber gehört Deutschland uns, dass wir sagen, der soll wieder zurück? Nein, uns gehört nicht Deutschland, Digga. Aber wenn jemand als Flüchtling oder Immigrant oder whatever nach Deutschland kommt, mit der Absicht, hier ein neues Leben anzufangen, und er überfällt irgendwie 2 Monate später eine Tankstelle oder raubt eine alte Oma aus, dann kann er doch bitte wieder zurück in sein Land. Weil letztendlich, Digga, ist dann das doch jemand, der ins Gefängnis einfährt, wofür ich dann Steuern bezahle. Das heißt, du könntest nicht nach Australien einreisen, ich habe keine Vorstrafen. Das machen aber auch Deutsche, ja, und auch die gehören dafür bestraft. Aber ein Deutscher, der in Deutschland wohnt und eine Straftat begeht, wird damit bestraft, dass er ins Gefängnis geht. Den kannst du ja nicht irgendwie auf eine einsame Insel schicken. Der ist ja in seinem Land. Deutschland wäre ohne Ausländer nichts. Auf jeden Fall Alibaba, Digga. Ich habe so viele ausländische Freunde, ich kenne so viele Leute, die ausländische Wurzeln haben, die erfolgreich sind. Wir reden nicht darüber, dass wir keine, wie du es jetzt gerade dargestellt hast oder gesagt hast, Deutschland wäre ohne Ausländer nichts. Wir reden ja nicht darüber, Digga. Wir sind ja keine scheiß Nazis oder irgendwelche Leute, die nur ansatzweise rechte Gedanken haben. Wir reden ja nur offen gerade darüber, wie man das eventuell ein bisschen besser machen könnte. Ich liebe Kanaken, Digga. Lächerlich. Sagst du, was ich sage? Dann lass mich doch erstmal ausreden. Ich habe so viele Kanakenfreunde, die ich liebe, Digga. Aber Fakt ist, wenn jemand Scheiße baut, der eigentlich in unserem Land sich integrieren möchte, und ich rede, wie gesagt, nicht eine Tafel Schokolade klauen, sondern jemand, der nach Deutschland kommt und jemand eine Flasche über den Kopf haut oder einen Stich gibt oder eine Frau überfällt oder whatever, der hat doch seine Chance darauf vertan, in Deutschland ein neues Leben anzufangen, oder? Ich hab's doch gerade gesagt, was ist mit einem Deutschen, der das macht? Willst du ihn dann auch aus seinem Land schmeißen? Wie willst du einen Deutschen aus seinem Land schmeißen? Aber wenn du als Deutscher in die Türkei fliegst oder ins Ausland und Scheiße machst, dann wärst du auch rausgeschmissen. Ja, Alibaba, auf die ist geschissen, Digga. Ganz ehrlich. Wie gesagt, Bruder, Deutschland hat so viel, also Deutschland wäre, da gebe ich dir vollkommen recht, wäre nichts ohne Ausländer. Nicht, weil, wie du jetzt schreibst, vielleicht die Ausländer die Drecksarbeit machen, das stimmt gar nicht, Digga. Deutsche machen genauso viel Drecksarbeit, Kanaken auch. Dieses Multikulti, ich mag das extrem gerne, Digga. Aber man sollte sich ja trotzdem benehmen. Egal als ob Deutscher. Sprachen lernen, Bubble. Egal ob als Deutscher oder als Ausländer. Sprache lernen einfach, ja, fickt euch. Ich geh schnell pinkeln. Ja, Dominik, natürlich, Digga, sind viele Ausländer auch in Deutschland, Digga, wo man gar nicht weiß, wer das ist. Weil halt einfach auch die Grenzpolitik sehr zu wünschen lässt.
ändert aber trotzdem nichts daran, Digga, dass 95% der Ausländer, die nach Deutschland kommen, es wirklich versuchen wollen und 5% scheiße sind. Mehr als 5%. Ja, lass es 10% sein, Dominik. Aber das ist genauso wie mit meinen YouTube-Kommentaren. 88% sind geil, Digga, von diesen Kommentaren. 12% sind scheiße. Problem? Ich befasse mich nur oder oft nur mit den Scheiß-Argumenten. Mit den Scheiß-Kommentaren. Ist es ein schwieriges Thema? Ich denke, wir werden uns da jetzt auch nicht alle einig sein, so, aber ich denke, es ist einfach sehr schwierig.